So, Leute, willkommen zu einem Minecraft Aquarius. So, heute will ich euch nämlich etwas Cooles zeigen. Nämlich, es fällt wahrscheinlich gerade noch nicht auf, ich sehe gerade, meine ganzen Seiten wurden irgendwie removed, aber egal. Ich sehe gerade nicht wirklich viel von dem, was ich gemacht habe. Aber wenn ich hier rausgehe, ja, ihr seht schon was. Ja, ich habe meine Haus ausgebaut. Ich habe mein Haus richtig, richtig groß und hier fehlt irgendwie ein Dirtblock. Habe ich Dirt nach oben, weil ich habe schon Dirt. Ich zeig's gleich von innen. Von innen ist es wirklich richtig groß jetzt auch. Warte, Materialien, Dirt. So. Okay, das war ein bisschen zu viel Dirt. So. Habe ich gleich ein Stack Dirt in Inventar. So, nämlich habe auch hier mein Dachoridino ausgebaut. Dann war ich hier schon in Dirt hin. Ist richtig cool. Ich habe jetzt die Glaskuppel irgendwie abgebaut oder irgendwie hat irgendwie hässlich ausgeschaut, keine Ahnung warum. Aber ich habe ein richtig schönes großes Haus hier und ich habe ja mehr von denen hier crafted. So, die Schokomins, keine Ahnung, ich glaube, die kann ich auch eigentlich irgendwie verkaufen in der Stadt oder so. So, dann gehe ich jetzt erstmal in die Stadt Ridino. Und ja, und warum sitzt du da hier? Geh mal hier bitte raus, böse Schaf. Bitte, oh mein Gott. Warum ist er hier ein Schaf in meinem Boot? So, okay, jetzt ist kaputt hier das Boot. Warum sitzt ja auch ein Schaf im Boot? Egal, ich schau mal zum Wilhelm Ridino runter, rüber hier. Ich frage mich eigentlich, ob es noch mehr Schiffe von denen gibt, die hier untergegangen sind, weil dann können wir noch vielleicht ein paar Diamanten finden oder so, aber ja. Ich hoffe jetzt nicht, dass die, weil wer Folge nicht geschaut hat, unbedingt rechts beim I oben auschecken. Nämlich haben wir da, sind wir da in die Bank einbrochen, beim Ben Bankus, und haben sehr viel Geld gestohlen. Jetzt haben wir allerdings, oh, hallo Villager. In den Glasdings hier unten, wie heißt das Glashaus hier unten, sieht man jetzt schlecht. Ich glaube, das sieht man gar nicht hier. Auf jeden Fall habe ich da vorne irgendwie so ein Glas, genau da ist es. So ein Glasdings baut, so ein Glashaus. Und da habe ich das Geldbox reinlagert unter der Erde, also dass es noch sicherer ist. Und ja, schaut unbedingt letzte Folge an. Ja, ich glaube, hier ist nichts Neues. Ich gehe mal wieder zum Wilhelm Ridino. So, gut, dass du da bist. Okay, gut, dass ich da bin. Letzte Nacht hat irgendjemand in Ben Bankus Bank, Zungenbrecher, Ben Bankus Bank, eingebrochen. Der Polizeichef sagt, dass diese Person, die eingebrochen hat, 2 Monate ins Gefängnis kommt. Der Polizeichef, ich glaube, es ist schon wieder der Polizei, ja, eingezogen, oder wie soll ich sagen, hier arbeitet hier schon einer. Also bitte pass auf, denn die Person sollte auch Waffen besitzen. Welche Person denn? Okay, okay. Könntest du mir auch vielleicht bis morgen ein bisschen Holz mitbringen? Ich möchte nämlich auch auf meiner zweiten Insel Power drauf bauen. Okay, das ist schön hier. Oh, gut, ich darf ihn ja. So, ich glaube, Ben Bankus, hallo, Ben Bankus, bist du etwa pleite gegangen, Ben Bankus? Okay. Ich weiß immer noch nicht, was Gold Changer ist. Wenn ihr was wisst, dann. Oh, hallo, Villager. Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ich möchte da oben immer noch nicht repariert. Ist immer noch offen, die Bank hier. Ich gehe mal nicht rein, weil es ist obvious sonst. Okay, heute keine irgendwas kauft hier. Genau, apropos Ohre hier. Oder wir sagen was? Ohrs. Hier, auf jeden Fall Erze hier. Ich gehe heute meinen. Weil einer hat geschrieben, ich soll mit meinen gehen einfach. Nämlich, weil ich da einfach ganz einfach Ressourcen hierher kriege und einfach hier verkaufen kann. So, sonst glaube ich nichts mehr. Ich schau noch zum Dings hier rüber. Ob hier wirklich ein Polizeichef hier irgendwo ist. Ist hier irgendwo ein Polizeichef? Polizeichef Ridino. Oh, Tatsache, der ist ja drinnen. Okay, okay, okay. Manfred geht's glaube ich auch nicht noch hier gut. Ich könnte eigentlich schon irgendwie ein paar Hunderter oder ein paar 500er Dollarscheine hier einlagern, theoretisch mit Ben Bankus. So, ich gehe mal hier wieder zurück auf meiner Insel. Nämlich gebe ich heute meinen. Da bin ich echt neugierig heute. So, bam und so. Genau, ich glaube morgen, wenn er morgen sagt, ich glaube, ich gebe mir das jetzt gleich rein, das Holz. Ich hake noch kurz ein bisschen Holz. Dann passt das hier schon. Auch hacke ich gleich meinen und ja. So, dann bam, bam, bam. Okay, hier sind ein paar viele Schafe. So. Ich muss demnächst wirklich irgendwie ein Name-Tag. Apropos Name-Tag, ich kann hier irgendwie in Bandbankus hier fragen, dass wenn ich ihnen das Gold hier bringe, dass ich hier irgendwie ein Name-Tag kriege. Ich glaube, das funktioniert irgendwie. So. So, bam, bam. Oh, ich sehe gerade, das ist ein Dschungelbaum auch noch hier. So, hole ich ein bisschen Holz. Ich habe eh noch ein bisschen viel Holz, also passt das eh hier. Also, ich weiß nicht, wie viele haben will. Ich gebe ihnen einfach mal irgendwie 20 Holz. Das irgendwie wird schon irgendwie passen für ein paar Häuser.
So, hier sind wieder ein paar Obst, ein bisschen Obst. Kann man das auch rechts kicken? Okay, das kann man mit der Hand auch rechts kicken. Weil einer hat in den Kommentaren geschrieben, dass man das, also das Obst hier auch mit der Hand rechts kicken kann, dass es runterfliegt. Und es geht, okay, okay. Und einer hat auch geschrieben, dass Papaya irgendwie so eine Frucht ist. Okay, okay. Habe ich nicht gewusst, sondern habe ich hier ein bisschen Bäume hier wieder. Platze ich die wieder an. So, gibt's hier. Ja, ich pflanze hier einfach auch hier noch. Also da, bam. Ja, passt schon. Wollte ich jetzt eigentlich meinen gehen, dann gehe ich jetzt in meine Redino. Habe ich eh genug Essen? Ja, habe ich. Ich lege das Holz einfach nachher am Ende der Folge so rein hier. Und was ist das? Container Grain? Es ist unsichtbar. Sag immer, das ist unsichtbares Item. Hm. Ich mal hier in die Chest, man. Keine Ahnung, ist unsichtbar. So, dann wollte ich hier eigentlich da aufgraben. Dann baue ich das mal hier auf hier irgendwie. So, ich glaube mit der Schere geht es, glaube ich, ein bisschen besser, aber egal. Dann, ich wollte nämlich heute hier runtergraben. Ich glaube, das passt hier perfekt, dass es parallel ist. So, dann baue ich hier gleich einen gescheiten Weg, dass man so richtig smooth runtergehen kann. Ich baue noch irgendwie noch so eine Hütte oder so drüber, ich weiß nicht. So, bam, bam, bam. So. Ich kriege wieder richtig viel Cobblestone hier. Cobblestone. Gleich baue mal hier vereinzelt runter oder soll ich doppelt runter bauen, so wie da. Vielleicht baue ich nächste Folge einfach doppelt runter hier. So, dann gehe ich einfach schnell runter, Redino. Ich baue wirklich einfach so schnell hier runter. Oder obwohl, ich baue gleich so einen Weg. Oh, ich komme Sand runter. Dass man hier gleich, also ich den Kopf hier nicht anstößt. So. Baue ich hier schnell runter. Ein bisschen Fackeln brauche ich auch hier. So, bam. Ich baue mich auch hier schnell runter. Und die Oakhead könnte ich mir eigentlich irgendwo anders hingeben. Egal, ich sage einfach nachher, wenn ich hochkomme, alles wieder ein. Ich hoffe, ich finde irgendwie Eisen, Gold, Diamanten wären wirklich cool jetzt. Weil die kann ich gut verkaufen hier. Obwohl, wir haben gerade richtig viele Diamanten. Ich hoffe, die kommen echt nicht drauf hier. Auf die Sachen, auf mein Geld und so. So, dann baue ich schnell runter. Bam, bam. So. Oh, hier ist schon Eisen. Okay, okay, okay. Muss nämlich alles belichten, weil sonst spawnen in Mobs oder so. So, ich höre Lava. Also, das ist mal ein gutes Zeichen hier. So. Lavery Dino. So, bam, bam. Ich baue das gleich doppelt hier. Ich meine, why not? Wenn wir die Zeit haben, wir haben die Zeit natürlich. So, wir haben 10 Eisen und ich höre Lava gerade. Das ist gut. So. Ich muss hier noch überall nachher auf Stiegen hier oben, also so verkehrt herum, setzen und hier unten. Dann kannst du richtig smooth runtergehen. Das ist halt so wirklich cool. So, die Lava nervt mich gerade ein bisschen. Bin auch gerade, ob da überhaupt Mine oder irgendwas unten ist oder ob gar nichts ist, ich weiß nicht. Oder Lava einfach ein Block groß ist. Das wäre es wirklich. So, dann baue ich schon hier auf. So. Okay, hier ist wieder Sand. Oh, hier ist auch Sand. Ich hasse den Sand hier. So, bam. 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 So. Jetzt habe ich das eigentlich. Glaube ich, ein Block kann ich hier noch machen nachher. Was mache ich nachher, glaube ich. Ich glaube, ich grabe mich einfach mal runter hier. So. Der Spitzhacke ist auch bald kaputt hier. Also, nachdem. Ist es auch schlecht hier. So. Bisher haben wir noch nicht wirklich was gefunden noch. Es hat auch lang hier mit der Spitzhacke zu graben. Ich brauche gleich eine neue Spitzhacke, fällt mir drauf. Oh, hier ist eine Mine. Okay, okay, okay. Jetzt muss ich aufpassen, ist ja nichts. So, ich bin hier gerade hochgegangen, nämlich ich habe nicht gerade auch das Eisen hier reingekommen nebenbei. Und ich habe hier eine Eisenspitzhacke nämlich hier drinnen. Und ich habe hier gleich das Fleisch hier rausgeben, so, das gehe ich hier schnell runter. So. Ich habe hier nämlich, weil sonst geht hier irgendwie mein Equipment oder so aus, wenn ich hier, weil meine Eisenspitzhacke ist schon richtig damaged. Also, ich bin neugierig, was hier unten hier ist. Oh. Okay. Ist sind Zombies. Okay, okay. Als ob die gerade, oh, aua. Als ob die gerade gespawnt hier sind. Wenn ich gerade weggegangen bin, weil ich baue hier gerade mehr auf. So. Oh, hier sind viele Zombies. So, bam. So, nice. Jetzt sehe ich mal hier. Sind hier noch Zombies? Ich hoffe nicht. Ich glaube, das waren alle. Oh, lol, wie viel Eisen hier einfach ist. Hier ist Lava. Vorne ist wieder Eisen.
Ich nehme mal hier das ganze Eisen, das ganze Gold mit. Oh, okay, das war nur ein Gold, ja. Ein bisschen Eisen-Redino. So. Nice, wir haben richtige Ader, sagt man. Da glaube ich, gefunden von Eisen und so. Also das ist richtig cool. So, nice, hier ist noch mehr. Ich glaube, meine Eisenspitze geht wirklich gleich kaputt. So, bam. 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 So. So, ich habe jetzt 16 Eisen. Da vorne ist, glaube ich, noch mehr. Ich nehme das auch einfach auch mit. Ich meine, warum nicht? So. Okay, nice. Ich habe 20 Eisen. Ich hoffe, das passt hier. Ich glaube, da vorne ist noch mehr. Ist wieder Gold. Goldaredino. Oh, böse. Fledermaus. Ah! Oh. Okay. Das ist One-Hit. Fledermaus. Meistens sind One-Hit. Habe ich nicht gewusst, aber okay. Gut zu wissen, auf jeden Fall. Oh, ich habe. Ich bin jetzt gerade richtig erschrocken. Ich bin hier drauf gekommen. Ich dachte, hier ein Creeper explodiert hinter mir. Oh mein Gott. So, ist da unten noch irgendwas? Ja, immer erstmal ausbeleuchten hier. Und ich sehe gerade, die Dings, Minen sind hier auch richtig bewachsen oder so. Ich glaube, das sind schon alte Minen oder so. So, Goldohr, so. So, dann baue ich hier wieder runter, Redinos. Ich mache einfach hier weiter runter. Oder obwohl, ich könnte mich mal in die Richtung bauen. Finde ich vielleicht mehr hier, weil ich glaube, die Minen sind immer sind nicht immer hintereinander, weil die Mine ist ja praktisch in einer Linie. Es sind nie Minen in einer Linie. Das heißt, ich verstehe nicht, was ich meine wahrscheinlich. Hier ist eine Mine und wenn ich hier weiter runter grabe, kommt wahrscheinlich keine Mine. Ist eher wahrscheinlich, dass ich hier eine Mine finde. So. Habe ich einfach weiter Redino. Und ich höre auch gerade hier Zombies hier über mir. Mal schauen hier. Ich habe echt Angst, dass ich gleich hier runterfliegen. Oh, mein Spitzhacke ist kaputt. Nice, nice, nice. Oh, wo sind die hier? Echt Angst, dass hier gleich. Oh, hier sind die. Okay, ich baue mal hier runter. Habe ich noch meine Waffe? Ja, Tatsache, ich habe noch meine Waffe. Ich glaube, ich schieße auch mit der Waffe hier. Ich lasse mal alle durchkommen. Oder kommen die nicht durch? Oh mein Gott. Sind denn noch welche? Nein, ich kann hier nicht durchschießen durch die Blöcke. Nice. Nice. Oh, ist ein Baby-Zombie. Wow, hab ich der gerade hier erschreckt? Oh, hier ist noch ein Zombie. Ich kill den einfach mit sehr schnell mit Schwert. Oh, hier sind dir, hier sind dir, hier sind dir. Okay, okay, okay. Erstmal alles hier ausbeleuchten. So. Oh mein Gott, die Zombies erschrecken einen immer wieder in Minecraft. So. Sag mal, so. Hier schnell alles ausbeleuchten. Hier sind nochmal die, sehe ich gerade. Larky. Das ist eine große Mine hier. Oh, hier ist noch Rotten Flashery Dino. So, dann hacke ich das mir hier alles. So. Bam. Hacke ich das Irondari Dino. Man kann es fast alle Wörter nicht nehmen hier, das Iridino. Er hat doch geschrieben, warum. Wenn es das Iridino oder wie, warum hängst du das Iridino, zum Beispiel Goldoridino, das Iridino bei allen Wörtern? Ich meine, keine Ahnung, es ist cool, es hört sich cool an. So, ist hier noch irgendwo Eisen? Hier sind auch schon Walls, oder wie man es hier sagt, solche Steinzäune oder so. So, ich glaube, das Holz bringe ich nachher. Oh, lol, hier sind sogar mehr Dias hier. So, bam. Und hier. Ist hier noch mehr, ist die Frage. Ich glaube nicht mehr. Doch, hier ist noch ein Arendari Dino. So, bam. 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 So. Und irgendwie hört sich da in der Höhle ist alles komisch an. Keine Ahnung, ich weiß nicht. So, und hier ist noch Wasser. So. Vorne ist noch ein Tier und hier ist noch Eisen. Das Eisen nehme ich, glaube ich, nächstes Mal mit oder so. So, okay, ich dachte, das wären mehr Tiers. Aber egal, wir haben auch Lava. Das ist das Ding. Das Coole, was das Coole hier dran ist. An der Mine. Oh, ich habe keine Fackel mehr. Kaufe ich kurz ein bisschen noch ein paar hier. So, bam. Bam. So. Dann gebe ich das so und lol, wir haben 43 Eisen. Lol. Okay, okay, okay. So, ich hoffe, es spawnen nicht mehr Mobs hier. Beziehungsweise Zombies und Skelette und Spiders und alles. Ich hoffe, das spawnt gar nichts mehr hier. Ich habe das mehr oder weniger ausgeleuchtet jetzt hier. Oh, hier, mich hat das Spiel so erschreckt. Die Dings hier.
So, ich glaube, das. Ich gehe mal hier hoch. Ich glaube, nächste Folge machen wir. Nächste Runde wollte ich schon sagen. Machen wir hier die Treppen, dass hier fancy aussieht. Und es regnet, okay? Schnell hier rein. So. So, ich glaube, ich habe. So, das Magazin ist auch voll. Ich glaube, es sind auch fast alle voll. Okay, das passt hier. So, jetzt gebe ich hier mal das ganze Eisen hier rein. Ich glaube, wir haben fast keine Kohle mehr, fällt mir gerade auf. Diamantoridino gebe ich hier rein. Essen, Pflanze gebe ich hier rein. So, Materialien, so. Was habe ich hier noch? Ich kann die Waffe gar nicht wieder hochgeben. Und dieses Dings. Das Eisen gebe ich auch hier gleich rein. Hier unten rein, das Wertvolle. Dirt, Materialien, so. Cobblestone habe ich jetzt genug. Fürs Erste. Warte mal, ich gebe hier unten auch gleich Dings ran. Das Goldoridino. Sand habe ich auch viele setzt. Dann gebe ich ja den Sand auch hier rein. Und Rotten Flash, wirklich Rotten. Achso, Mob-Drops, okay. Wir haben auch einen Blaze Rod, was auch immer ich damit machen soll oder kann. Dann würde ich mal sagen, das Holz bringen wir das nächste Mal hier zu dem guten alten Wilhelm. Und ja, lasst ein Like und ein Abo da und für mehr Minecraft Aquana. Und schaut unbedingt rechts beim i immer aus, das ist immer die Playlist verlinkt. Oder in der Beschreibung ist nämlich auch ein Playlist verlinkt, wo alle Minecraft Aquana Folgen hier verlinkt sind. Also wenn ihr alle durchschauen wollt oder wenn ihr irgendwie neu seid oder so, dann schaut unbedingt bei der Playlist vorbei. Erster Link in der Beschreibung natürlich. Und ja, lasst ein Like und ein Abo da für mehr Minecraft Aquana und ciao.